Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. So, der Abfahrer war ja einmal voll, den habe ich jetzt einmal zum Hauptlager fahren lassen, sich entleeren und aber der Drescher ist schon wieder voll. Und wir sind nicht einmal rum. Wir nehmen den aber hier vorne schon raus, weil der Drescher müsste hier diese Richtung kommen. Wo ist er denn? Da vorne. Werden vielleicht auch ja, mit zweien. Ach, wir werden sehen. Einfach müssen wir erstmal das Feld, den Feldkurs erstmal abspeichern und dann werden wir sehen. Ja gut, dann fahr schon mal. Wir können dich ja auch beim Dreschen abtanken. So, dann würde ich sagen, du bist das. Komm du mal auch zu 11, dann werden wir mit dem oder zu 7, Feld 7. 11 ist ja schon alles in trockenen Tüchern. Das läuft soweit. Der soll mal nach 7 kommen. Dann werden wir mit dem nämlich den Rundkurs einfahren. Ja, du bist der, der die Kartoffeln vom Feld holt. Den hatten wir tanken geschickt. Den können wir dann auch wegsetzen. So, dann haben wir alle drei zusammen. Können wir nicht mit dem nämlich weiterfahren, um den Drescher dann zu entleeren. Obwohl dann. Wir sind fast rum, also wenn man sieht da drüben. Sind wir jetzt einmal rum. Und ich sehe denn die Ballenpresse nicht.
Da kommt sie. Hast du schon leer? Ja, dann fahren wir mal zum Anfang. Und dann steigen wir in die Presse ein und fahren mit der einmal die Runde. So, du kannst sofort anschmeißen wieder. So, jetzt fahren wir einfach wieder nur den Rundkurs ab in Blau. Müssen wir einmal ganz außen rum und danach können wir die Ausfahrten anschließen. Wo geht es denn hier hin? Auch noch mal raus. Da werden wir bestimmt noch einige Ausfahrten machen. Aber ich will jetzt erstmal den Rundkurs haben und dann gucken wir uns Ausfahrt für Ausfahrt an. Hier können wir vielleicht schon mal was machen. Ich würde nämlich gern... Komm, machst du noch einen? Ja. Wir schließen... Beenden den Kurs mal hier. Schließen die beiden an. Nehmen den wieder weg. Und fangen dann hier einen neuen Kurs an. Also wie gesagt, ich würde gern, dass die so wenig wie möglich auf dem Feld dran langs fahren. Deswegen habe ich da den Kurs jetzt einmal unterbrochen. Weil alles, was von hinten kommt, also von der Straßenseite, würde da jetzt rausfahren. Und alles, was halt ein bisschen später, würde dann hier rumfahren. Und dann wollen wir mal sehen, wie gut das funktioniert. So, hier ist lange keine Ausfahrt, aber hier unten
Auf der Ecke ist eine. Bisschen langsam machen wegen der Kurve. So. Da haben wir den Rundkurs schon mal eingerichtet. Dann machen wir den mal einmal weg. Den auch. Dann verbinden wir die beiden. Nee. Den genau mit dem und andersrum. Mit dem, dann ist der Kurs erstmal geschlossen. Und dann tanken wir, glaube ich, jetzt erstmal nochmal den Drescher ab. Und können den Kurs mal berechnen. So. Mit Sicherheit auch voll werden. Aber bevor ich den berechne, würde ich gern ein, zwei Ausfahrten noch anschließen. Oh, wir sind sogar voll. So, dann dürftest du weiterfahren. Dich können wir entladen. Deine Bahn. Du bist noch hier, da können wir doch hier hin. So. Dann möchte ich jetzt erstmal hier drüben eine, oder können wir hier schon eine nehmen? Wir wollen hier ab. Schauen wir mal. Dann löschen wir den Kurs mal. Und sagen jetzt hier von da nach da. Nee. Nochmal anschließen. Genau. Auch nach da. Jetzt holen wir uns den einen Punkt. Genau. Machen nochmal. Schließen den Kurs. Und fahren auch hier rüber. So. Also die zweite Ausfahrt ist quasi angeschlossen. Was hat denn der
Drescher eigentlich drin? Fahrzeug einsteigen. Der hat schon Feld 7. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir den hier anschließen. Ich glaube, wir können den einmal von da anschließen. So. Ein weiter vielleicht. Ja, gut. Machen wir so. Dann löschen wir den. Und schließen den nach da. Und den anderen so rum ab. So kann er sich die kürzeste Strecke suchen. Ja, dann würde ich jetzt erstmal nochmal drüben eine nehmen. Ich glaube, der Abfahrer ist noch gar nicht so weit. Ja, hier geht es Richtung Bäckerei. Da müssen wir auch mal tätig werden. Die Bäckerei ist das hier. Ich würde gern hier drüben die Straßen anschließen. Hier ist mittig zwischen zwei Punkten. Da können wir das doch gut machen. Brauchen wir nämlich auch nichts löschen. Den Punkt raus. Verbinden. Mit dem. Jawohl. Sagen wir den mit dem und den mit dem. So, das sollte jetzt erstmal fürs Erste reichen. Der Drescher ist schon wieder voll. Der Panther auch. Ich werde wahrscheinlich hier mit zwei Abfahrten fahren müssen. Aber jetzt erstmal so zum Einfahren. Wir haben ja noch einen Krampe. Ja, lohnt sich jetzt nicht loszufahren. Ist nur am Ruckeln. Dann warten wir eben. Sind noch 10% nur noch. Und dann sollte es wieder normal laufen. So, sollte jetzt soweit alles berechnet sein. Dann setzen wir den ja hier an der Seite und schauen mal, ob wir schon mal was sehen. Der Drescher ist da. Wo ist der Abfahrer? Hier knubbeln sie sich. Ich hoffe, da steht keiner im Weg. Nee, im Moment doch. Steht doch im Weg.
ziehen wir den mal kurz rein. So, und du kannst mittlerweile, du bist voll, auch zum Fruchthandel. Dann kann nämlich der Trecker auch entladen werden. Dann kannst du, würde ich sagen, dir den zweiten Krampe holen. Es macht mehr Sinn. Dann fährst du hier auch noch ab. Nee, du fährst nicht zu 7. Fährst zum Waschplatz. Und dann sehen wir weiter. Du bist voll. Das ist gut. Da ist das schon einiges runter, also. Dann wirst du jetzt zum Hauptlager, ja. Jetzt wird er hier so langsam, weil die ganzen Trigger hier sind. Ja, hier jetzt nochmal. Aber sollte ja jetzt hier auch gleich den richtigen Trigger haben. So, und weiter geht's. Nimmt er jetzt die Straße oder ich nehme an, er nimmt auch den Feldweg, weil er halt den kürzesten Weg nimmt. Da kommt die Presse. Die wird sich gleich beschweren, weil jemand im Weg steht. Ja, da sind noch einige Ballen, sag ich ja. Ah, ist sogar am Waschplatz angekommen. Gut. Die Hühner produzieren auch schon wieder reichlich Eier, reichlich Paletten. War ja über Nacht, lief das ja. Lohnzahlung 4000. Oh, haben wir aber schon mal mehr gehabt.
Ja, wir sind biegen gleich eh ab. Und dann hoffe ich mal, dass er den Drescher findet. Fahr zu Drescher. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich wollte jetzt zum... Komm, können wir hier eben mal aussteigen. Sind wir schneller. Hängen wir die mal ab. Nur 20%. Da können wir noch ein bisschen fahren. Machen hier auch dann Drescher. Oben Feld 7. Also hier. Und unten Hauptlager Eingang. Abmarsch. Und jetzt gehen wir mal zu Feld 7. Und schau mal, dass er hier vernünftig überlädt. Und das sollte es dann auch für diese Folge gewesen sein. Ich werde natürlich auch noch die anderen Straßen hier anbinden. Nur ich weiß nicht, wie, ob er die überhaupt benutzt, weil er geht immer zur kürzesten Strecke. Und die wäre unten rechts halt von der Karte. Ich kann ihn natürlich mit Unterbrechung zwingen, dann rauszufahren. Aber übertanken tut er schon mal und das ist die Hauptsache. Ja, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.